1994 war der 250. Jahrestag des Geburtstages von Mayer Amschel Rothschild. Für die Stadt Frankfurt eine wichtige Familie. Das Ereignis deshalb ein wichtiges Ereignis für Frankfurt. Deshalb hat das Jüdische Museum die Ausstellung zur Familiengeschichte der Rothschilds gemacht. Und wir waren sehr froh, dass die Familie beschlossen hat, diesen besonderen Jahrestag, auch für die Familie besonderen Jahrestag, hier in Frankfurt zu feiern. Wir sind hier im Kaisersaal. Hier fand damals der Empfang der Stadt für die Familie Rothschild statt. Das war ein beeindruckendes Erlebnis, vor allem wegen der Vielfältigkeit der Familie, von der Zirkusartistin bis zum Bankdirektor oder von der Sängerin bis zum Weinfabrikanten war das eine unglaubliche Vielfalt. Und trotzdem gab es Familienzusammenhang und das war schon sehr beeindruckend. Es sah ein bisschen anders aus als heute. Es waren nicht starke Frauen an der Wand, sondern es waren die männlichen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu sehen, das Original hier im Kaisersaal. Dieses Zusammentreffen ist vielleicht ganz witzig, weil als die Rothschilds hier waren, durften sich nach dem Protokoll der Rothschilds nur die Männer ins Goldene Buch eintragen. Die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert. Die Ausstellung war ein großer Erfolg. Der Besuch war sehr eindrucksvoll. Und ich denke, das Ganze hat auch ein bisschen mitgeholfen, den Finanzplatz Frankfurt voranzubringen. Und der Kreis schließt sich auf besonders schöne Weise, wenn man jetzt daran denkt, dass wir die Rothschilds gewonnen haben als Sponsoren für eine Skulptur vor dem neuen Jüdischen Museum. Vielleicht hat der Besuch damals auch zu Bindungen an diesen Ort geführt, der sich jetzt in ganz anderer Weise wieder niederschlägt. Mein Name ist Andreas von Schöler. 1994 war ich Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main. Und jetzt bin ich Vorsitzender des Fördervereins des Jüdischen Museums.